Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. So. Jetzt kriegt man langsam eine Karte, das ist schön. Und er könnte ruhig mal etwas schneller laufen. Er ist immer noch jung. So. So. Okay. Gut. Wo geht's denn hier überall lang? Ein Weihnachtsbaum? Unheimlich. Ich muss jetzt trotzdem hier lang. So, ich muss mit dem Professor reden. Aber erst also muss ich irgendwann dahin kommen, das ist ja die andere Frage. So. Boah, jetzt muss ich ins andere Gebäude auch noch. Bei dem Haus habe ich mal das Gefühl, ich komme gar nicht an. Gut, und jetzt hier rein. Endlich, wir haben es geschafft. Der steckt aber auch nur in seinem Büro drin, aber. Und jetzt warten wir mal, bis er da ist. Hier. Ich hoffe. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lord Gok und ich haben erfahren. Ja, komm, ich kürze das mal ab, weil es bleibt, mit dem dauern die Gespräche mal Stunden. Okay, der sieht, die sieht. Ah. Okay. Wie fühlen Sie sich? Unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon. Gut. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Okay, dann wollen wir mal. Ich kann ja nicht zaubern. Das ist ja doof. Ist ja doof, ich kann ja nicht zaubern. Ich wollte gerade Bitte einen den. Moment, Professor. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich. Nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Ach ja? Warum können wir hier nicht über Tränke reden? Scheint mir in Ordnung. Nun gut, ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zum Geheimniskrämerei. Schicken Sie Furunkel. Einfach einen Schüler Okay. los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. So. Nun geht es darum, welcher Schüler. Hallo. Ich meine, aus dem Weg, Kinder. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Ich dachte, ich hätte. Oh Gott, unauffälliger geht's wohl nicht, wa? Unauffälliger geht's wohl nicht.
Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann... Professor Black, wie geht es Ihnen, Sir? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Ein Professor, der rennt, das ist auch mal was Neues, wa? Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre... Okay, mach mal hier. Okay. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrog. La 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 la. Schön für dich. Ich habe noch zu quatschen. Womit haben wir ihn als Schuldner? Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Erfahre das Passwort. Ja, aber wo? Nicht der Schulleiter. Ausgerechnet. Ich muss jetzt mal in die Karte gehen, also in die Aufträge. Ich gebe nein, aber ich würde gerne das mal auf der Karte sehen. Von Scrope. Wir essen Scrope. Wer ist denn jetzt der Scrope, frage ich mich. Nee, du bist es nicht. Jetzt taucht die Karte wieder auf. Das ist ja ein bisschen merkwürdig. Stark und stolz, Reinblüter. Ja. Professor, dürfte ich kurz stören? Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön... Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Ja. Nun... Er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Ich danke, aber ich gehe dem... Gut. Weiter? Wunderbare Arbeit? Spielraum für Professor Fig? Ich werde diesen Mann... Das fällt also schon doch schon besser aus. Zeit verschaffen. So. Oh, wenn der Meister sieht, welch wundervolle Arbeit Scrope leistet. Da ist er. Scrope! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Scrope schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Meinungen ändern sich. Du kannst es mir ruhig sagen. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja. Natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Okay. Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister.
Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets rein.